Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Hallo, willkommen auf dem Kanal Strom rein, Spaß raus. Ich hatte gestern ein Video veröffentlicht für diese Kühlbox fürs Tesla Model 3 und Tesla Model Y. Das passte unten hundertprozentig rein in dieses Kabelfach oder untere Kofferraum. Und da gab es jetzt ein paar Bemerkungen, die gesagt haben, ja, diese schöne Gitterabdeckung obendrauf, die finde ich nicht so cool, weil da kann man den ganzen Kofferraum nicht mehr nutzen, weil das nimmt ja wirklich die Hälfte vom Kofferraum ein. Und diese Lüftungsgitter müssten auch frei bleiben und da kann man nichts mehr draufstellen und diese ganzen Geschichten. Und ich habe ja gesagt, man muss lediglich rechts aufpassen, da wo halt die Luft angezogen wird und hinten, wo die Luft abgeblasen wird, dass dementsprechend da Platz ist. Da habe ich mir jetzt was einfallen lassen, wie man das verhindern kann, dass man das zustellt. Und das will ich mal gerade zeigen. Die Box habe ich ja mal 2 Stunden laufen lassen und dann messe ich mal die Temperaturen, wo eigentlich die Wärme austritt. Heißt, er saugt hier an und bläst dann nach hinten. Ja, eindeutig. Die Kühlbox hat nur hier vorne Austrittslöcher, hier an der Seite und hinten, aber nur hier diese 20 cm. Und der ganze Rest ist komplett zu hier. Das ist gar keine Möglichkeit, dass die Luft austreten könnte, weil alles ganz eng ist. Das ist ja wirklich alles ohne Löcher. Das ist, wie gesagt, nur vorne wird angezogen, das habe ich ja schon mal gemessen. Und hier hinten tritt es dann langsam aus. Deswegen braucht man wirklich nur ganz hinten was reinzumachen, dass Luft austritt, und ganz vorne, dass Luft angezogen wird. Meine Idee ist jetzt, einen Serviettenhalter zu nehmen aus dem Handel. Also gibt es da so Dekogeschäfte, die kennt ihr alle mit D. Und da habe ich mir jetzt so einen Serviettenhalter her besorgt. Der kostet Stück 4,99 €. Und dazu habe ich jetzt mir was Spezielles überlegt. So sieht es gerade aus. Rechts sind die beiden Serviettenhalter, die dafür sorgen, dass eben ein Abstand da ist und links und rechts die Luft entweichen kann und hier angezogen werden kann. Es geht wunderbar. Man kann überall Taschen draufstellen. Natürlich sollte man nicht ganz rechts noch was reinstopfen, irgendwelche Tüten oder Taschen oder Mäntel, sondern ganz rechts muss natürlich neben der Tasche ein bisschen frei sein. Und dann kann das hier oben wunderbar abgesaugt werden. Und die Serviettenhalter habe ich hier mit Kabelbinder befestigt an diesen drei Ecken hier. Da sieht man es ja. Und die sind wirklich fest. Da wackelt kaum was. Da kann ruhig was draufstellen hier. Hier kann man gut erkennen, dass der Koffer eben auf diesem quasi Ständer jetzt aufliegt. Und auf der anderen Seite steht ja auch eine Tasche und es steht auch auf diesem Ständer hier drauf. Kann man vielleicht schlecht erkennen. Hier nochmal der Ständer und da liegt die Tasche auf und unten drunter ist Luft. Und da kann er wunderbar von der Seite hier die Luft anziehen. Man darf natürlich nicht ganz rechts auch noch alles zubauen, sondern einfach die Tasche oben drauf stellen und dann hat eben die ganze Geschichte hier Luft. Und da an der Seite kann eben die Luft hier nach oben ausgeblasen werden zu diesem Auslass. Im Übrigen braucht man sich keine Gedanken machen, dass die Box überhitzt. Die hat natürlich einen Überhitzungsschutz, dann schaltet die Box automatisch ab, wenn es zu warm ist, schaltet sich ja wieder ein, wenn die Temperaturen normal sind. Oder man kann natürlich auch im Tesla diesen Überhitzungsschutz aktivieren, dass eben ab 40 Grad diese Lüftung langsam läuft. Und wenn der Tesla halt wirklich in der Sonne steht bei 38 Grad, kann man auch mal die Klimaanlage laufen lassen, muss vielleicht auf 28 Grad einstellen und die Rücksitze ein bisschen nach vorne klappen, dass eben ein bisschen Luft nach hinten kommt. Auf jeden Fall kann man mit diesem kleinen Mod den Kofferraum ziemlich voll machen, bis auf ein paar Zentimeter an der Seite. Kann man überall Taschen hinstellen, auf jeden Fall schon mal links, wo das Gitter ist, kann man alles komplett vollstellen. Und auch zwischen diese Serviettenhalter kann man auch alles komplett vollstellen. Muss halt nur gucken, dass an der Seite die Luft noch reinkommt und eben ausgeblasen werden kann. Das war's schon. Das ist übrigens das erste Video. Das würde ich empfehlen für alle diejenigen, die das noch nicht kennen. Da wird eben gut gezeigt, wie das Ding eingebaut wird, wie das Ding kühlt und was alles reinpasst. Bestellen kann man die Box bei testlabs.de und es gibt sogar einen Gutscheincode von mir mit 5% mit dem Code Strom rein, Spaß raus. Danke fürs Zuschauen.